Der Film beginnt mit einer atemberaubenden Szene, in der die Zerstörung des Mondes durch ein Alien zu sehen ist. Kurz darauf verlagert sich der Fokus auf eine Schule, in der eine Gruppe scheinbar unauffälliger Schüler vorgestellt wird, die kaum etwas wissen. Diese Schüler werden einer Klasse mit akademisch unterdurchschnittlichen Schülern zugeteilt. Ihre gleichgültige Einstellung beunruhigt alle und führt zu Spott und Ausgrenzung. Die Schule erlaubt es ihnen nicht einmal, am regulären Unterricht teilzunehmen, sondern verbannt sie in einen alten Raum in der Nähe eines Berges als ihren improvisierten Klassenraum. Die Enthüllung ihres Lehrers schockiert das Publikum. Es ist dasselbe Alien, das für die Zerstörung des Mondes verantwortlich ist. Die Frage bleibt im Kopf der Zuschauer: Warum ist dieses Alien jetzt ihr Lehrer? Die Antwort liegt in einem Vertrag zwischen dem Alien und der Schulverwaltung. Das Alien verpflichtet sich, diese unruhigen Schüler für 10 Jahre zu unterrichten, obwohl es weiß, dass die Schüler seine Entlassung innerhalb eines Jahres verursachen könnten. Er versichert jedoch der Schule, dass er den Schülern niemals schaden wird. Wenn sie ihn ausschließen oder ihn körperlich verletzen, verspricht er, für immer zu gehen. Ein Hilfslehrer, auch ein erfahrener Soldat, wird der Klasse zugeteilt. Er informiert die Schüler, dass ihre Mission darin besteht, dieses mächtige Alien, ihren Feind, ohne Reue zu beseitigen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel, und eine Belohnung von 10 Millionen Yen erwartet denjenigen, der das Alien neutralisieren kann. Der Hilfslehrer warnt davor, dass das Alien eine außergewöhnliche Geschwindigkeit besitzt und nicht leicht gefangen werden kann. Dennoch müssen sie ihr Bestes geben. Obwohl der Hilfslehrer mit fortgeschrittenen Waffen ankommt, erweisen sie sich als nutzlos gegen das mächtige Alien. Das Alien eliminiert mühelos eine Kopie mit seiner Feuerwaffe und zeigt seine immense Kraft. Es stellt sich heraus, dass das Alien Gliedmaßen regenerieren kann, aber dies verlangsamt es aufgrund von Energiemangel. Am nächsten Tag findet der erste Unterricht der Schüler mit dem Alien statt. Alle versuchen auf ihre eigene Weise, das Alien zu erschießen, aber ihre Kugeln haben keine Auswirkungen auf ihren außerirdischen Lehrer. Die Regierung weist der Klasse einen weiteren hochqualifizierten Assistenten zu, der im Schießen bewandert ist, während sie ihre Mission fortsetzen, die Schwächen des Aliens aufzudecken und die Welt zu schützen. Im Klassenzimmer notiert ein Schüler namens Nagisa fleißig seine Gedanken über den Alien-Lehrer in seinem Tagebuch. Sein Ziel? Einen Plan auszuarbeiten, um den Alien-Lehrer zu töten, unter Verwendung der Ideen, die er niedergeschrieben hat. Gleichzeitig nähern sich einige Jungen ihm und machen ihm einen Vorschlag, tritt ihrem Team bei, um den Alien-Lehrer zu eliminieren. Sie überreichen ihm ein Messer und geben ihm den Auftrag, die Tat auszuführen. Als er sich dem Alien nähert, bereit zuzuschlagen, bemerkt das Alien eine Sprengvorrichtung im Besitz des Jungen. Die Bombe detoniert und das Alien scheint ausgelöscht zu sein. Die Jungen feiern und glauben, ihre Belohnung gesichert zu haben. Allerdings bemerken sie bald etwas Seltsames an Nagisa. Er bleibt unversehrt, geschützt durch eine mysteriöse Schutzschicht. Sie erkennen, dass der Alien-Lehrer noch am Leben ist und die Schicht in der Tat die Haut des Aliens war, die er jedes Jahr abstreift. Die Wut des Aliens wird offensichtlich, als sein Aussehen sich verändert. Er rügt die Schüler und informiert sie, dass sie gegen ihren Vertrag verstoßen haben. Sie durften nur Schusswaffen verwenden, um ihn zu töten, keine Sprengstoffe. Er stellt eine Drohung, er wird ihnen keinen Schaden zufügen, aber eines ihrer Familienmitglieder wird die Konsequenzen tragen, wenn sie denselben Fehler erneut begehen. Am nächsten Tag versuchen die Schüler, den Alien-Lehrer in einem Netz zu fangen, während sie schießen, aber der Alien weicht absichtlich ihren Kugeln aus. Der Hilfslehrer beobachtet aus der Ferne. Ein neuer Schüler, der trotz seiner Brillanz wegen eines Streits hierher geschickt wurde, nähert sich dem Alien-Lehrer und bietet ihm einen Händedruck an. Der Alien erwidert den Händedruck, aber der Händedruck des Schülers verbirgt versteckte Klingen, die die Tentakel des Aliens verletzen. Er wird der erste Schüler, der den Alien-Lehrer verletzt, und zeigt dabei seinen bemerkenswerten Scharfsinn. Mit der Zeit entwickelt der Schüler weiterhin verschiedene Möglichkeiten, den Alien-Lehrer zu töten, aber keine erweist sich als wirksam. Eines Tages findet er sich neben Nagisa sitzend wieder, und ihr Gespräch nimmt eine enthüllende Wendung. Nagisa erkundigt sich nach dem Grund, warum der neue Schüler hierher geschickt wurde. Der Schüler erklärt, dass er einmal ein außergewöhnlicher Schüler war, von seinem Lehrer sehr geschätzt. Allerdings fiel er in Ungnade, als er eingriff, um einen Klassenkameraden vor einer schweren Trachtprügel durch einen Schüler aus der Klasse des Alien-Lehrers zu schützen. Trotz seiner Bemühungen glaubte ihm niemand, und er wurde als störend gebrandmarkt. Selbst sein Klassenlehrer unterstützte ihn nicht, was dazu führte, dass er das Vertrauen in Lehrer verlor und in ihre Klasse versetzt wurde. Während sie plaudern, nähert sich der Alien-Lehrer ihnen.
Der talentierte Schüler fragt den Alien mutig, ob er zu den guten Lehrern gehört, die Schüler in Not unterstützen, oder zu den schlechten Lehrern gehört, die das Wohl ihrer Schüler missachten. Mit Entschlossenheit stürzt sich der talentierte Schüler vom Berg, bewaffnet mit einer Waffe, die auf den Alien-Lehrer gerichtet ist. Der Alien-Lehrer tut es ihm jedoch gleich, indem er ein Netz webt, während er abstürzt und den Bereich um den Abgrund einhüllt. Der Schüler fällt auf das Netz und erkennt die unerwartete Lektion des Alien-Lehrers an. Er bemerkt: Oh, du hast dich als ziemlich guter Lehrer erwiesen. In der Zwischenzeit sind 2 Monate seit der Zerstörung des Mondes vergangen und die Regierung hat noch keine entscheidenden Maßnahmen ergriffen. Der Alien-Lehrer lebt derzeit in Japan und wehrt allein Raketenangriffe ausländischer Länder ab, die versuchen, ihn zu eliminieren. Bemerkenswerterweise gelingt es dem Alien-Lehrer, diese Raketenangriffe abzuwehren. Auf der anderen Seite konsultiert der Hilfslehrer den Armeegeneral und betont den bemerkenswerten Mut der Schüler und ihr Potenzial, sich gemeinsam dem Alien-Lehrer zu stellen. Als Ergebnis wird am nächsten Tag ein neuer Schüler in ihre Klasse eingeführt, aber dieser Schüler ist keine gewöhnliche Person. Es handelt sich um künstliche Intelligenz, Ki, die in einer Kiste eingesperrt ist und mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet ist. Ihr Hauptzweck ist es, den Alien-Lehrer zu eliminieren. Der Roboter beginnt schnell, auf den Alien-Lehrer zu schießen, als er erscheint, und überrascht den Lehrer. Die anderen Schüler nehmen Schnelldeckung unter ihren Schreibtischen, um nicht in das Kreuzfeuer zu geraten. Die Frustration unter den Schülern wächst, da sie glauben, ihre zugewiesene Aufgabe bereits erfüllt zu haben und über das Vorhandensein des Roboters verwirrt sind. Sie beschließen, die Ki zu bändigen, aus Angst, dass sie ihren Ruf gefährden könnte. Der Alien-Lehrer nähert sich dem Roboter und bemerkt: Du hast Aggressivität bei deiner Ankunft gezeigt und die Schüler erschreckt. Wenn du mich wirklich ins Visier nehmen willst, hast du schon einmal von Union is Strength gehört? Zuerst solltest du die anderen Schüler als Freunde gewinnen und dann können wir gemeinsam dein Ziel erreichen. In den folgenden Tagen sendet der Roboter Nachrichten an das Handy eines jeden Schülers und gewinnt nach und nach ihr Vertrauen. Die Schüler betrachten den Roboter schließlich als Verbündeten und bereiten die Bühne für eine überraschende Allianz zwischen den Menschen und ihrem Ki-Begleiter. Am nächsten Tag tritt ein neuer Schüler in die Klasse ein und prahlt unermüdlich: Ich bin sehr stark. Ich bin sehr stark. Sein Trainer stellt ihn stolz vor und behauptet, ihn geschickt ausgebildet zu haben. Der neue Schüler verkündet jedoch eine erstaunliche Enthüllung: Der Alien-Lehrer ist sein leiblicher Bruder. Trotz ihrer familiären Verbindung ist er entschlossen, seine Überlegenheit zu beweisen, indem er den Alien-Lehrer besiegt. Es entbrennt ein heftiger Kampf im Klassenzimmer, als der neue Schüler seine eigenen Tentakel zeigt und den Alien-Lehrer erstaunt. Der Kampf zwischen den Geschwistern intensiviert sich, wobei der Alien-Lehrer schließlich die Tentakel des neuen Schülers verletzt. Inmitten des Zusammenstoßes erscheint der Mentor des neuen Schülers und ermutigt ihn, nicht den Glauben zu verlieren und weitere Schulungen zu absolvieren. In der Zwischenzeit sind die anderen Schüler begierig darauf zu erfahren, warum der neue Schüler in ihre Klasse versetzt wurde. Er enthüllt kryptisch, dass er mit einem bestimmten Zweck gekommen ist, die Welt zu zerstören. Er fordert die Schüler heraus und erklärt, dass sie gewinnen können, wenn sie ihn töten, bevor er sein Ziel erreicht, aber er wird sie besiegen, bevor er die Welt zerstört. Er fordert die Schüler auf, eine Woche bei ihm zu bleiben, in der er persönlich Schulungen durchführen wird, und das dank seiner beeindruckenden Kraft und Geschwindigkeit ermöglicht es ihm, individuelle Anweisungen für jeden Schüler in der Reihe zu geben. Zurück in der Beobachtung der Regierung stellen sie keinen erkennbaren Fortschritt im Klassenzimmer fest und beschließen, den ehemaligen Hilfslehrer durch einen neuen Soldaten zu ersetzen. Der neue Soldat übernimmt das Training der Schüler. Während einer der Trainingseinheiten äußert ein Mädchen namens Krish ihre Erschöpfung und Unwilligkeit. Als Reaktion darauf beginnt der Soldat, sie grob zum Weitermachen zu drängen und besteht darauf, dass sie durchhalten muss. Der ehemalige Trainer greift ein, ergreift die Hand des neuen Soldaten, um seine Handlungen zu stoppen. Der zweite Trainer fordert jeden heraus, der glaubt, ihn besiegen zu können, vorzutreten. Er ist bereit, ohne ein Wort zu gehen, wenn ein würdiger Gegner auftaucht. Der Ex-Soldat vertraut Nagisa und wählt ihn für die Aufgabe aus, gibt ihm ein Messer und weist ihn an, es zu benutzen. Anfangs ist Nagisa voller Zögern und Unsicherheit. Als die Herausforderung angenommen wird, entbrennt ein heftiger Kampf zwischen Nagisa und dem furchterregenden Trainer. Nagisa zielt schnell mit seinem Messer auf den Hals seines Gegners und bringt ihn zu Boden. Der besiegte Trainer, unwillig, seine Niederlage zu akzeptieren, fordert einen weiteren Kampf, aber Nagisa lehnt ab.
Frustriert zieht sich der Trainer wütend zurück und hinterlässt die aufgeregten Schüler, die Nagisa, zu seinem Sieg beglückwünschen. In der Zwischenzeit unterhält sich der ehemalige Hilfslehrer mit dem Alienlehrer und erkennt Nagisas bemerkenswerte Talente, obwohl er in einer Klasse von Unterlegenen ist. Er schlägt vor, dass Nagisa ein exzellenter Auftragsmörder sein könnte. Am folgenden Tag fällt Regen und das Verhalten des Alienlehrers nimmt eine geheimnisvolle Qualität an. Nagisa beobachtet, wie der Körper des Aliens aufgrund des Regenwassers anschwillt und notiert dies fleißig in seinem Tagebuch. Am nächsten Tag beginnen die Schüler den Unterricht, indem sie ihre Langeweile und Hoffnungslosigkeit ausdrücken. Sie glauben, sie können den Alien niemals verstehen oder ihn töten. Doch plötzlich wird ihnen klar, wenn sie den Alien besiegen, winkt ihnen eine beträchtliche Belohnung, die ihr Leben verändern könnte. Der Alienlehrer stellt der von der Regierung eingestellten Auftragsmörderin und dem Trainer eine Frage: Werden sie nach einem Angriff nachgeben oder verfügen sie über alternative Pläne oder Waffen? Der Trainer antwortet, dass ein wahrer Auftragsmörder niemals Niederlage akzeptiert und bereit ist für eine zweite Runde. Der Alienlehrer ist mit dieser Antwort zufrieden und bietet dem besten Schüler der Klasse eine Chance, die Gelegenheit, bei den Abschlussprüfungen auf einen seiner Tentakel zu schießen. Der Schuss verlangsamt die Geschwindigkeit des Aliens und erleichtert das Zielen. Die Schüler akzeptieren diesen Vorschlag begeistert und sehen ihn als Gelegenheit, gute Noten zu erzielen und den Alien zu besiegen. Der Alienlehrer hilft ihnen bei ihren Prüfungen und nimmt sie mit ins Weltall und an verschiedene Orte weltweit. Als die Ergebnisse bekannt gegeben werden, wird klar, dass 6 Schüler die Spitzenplätze belegt haben. Die Schüler sind zufrieden, da der Alienlehrer 6 Tentakel hat. Sie planen, auf alle Tentakel mit Schüssen zu zielen, um ihn zu verlangsamen und ihren Sieg sicherzustellen. Der Tag ihres Showdowns ist gekommen, und sie beginnen damit, die Tentakel des Alienlehrers nacheinander zu beschießen, nachdem sie sie fixiert haben. Nachher beginnen einige Schüler, Wasser auf den Alienlehrer zu werfen, wodurch sein Körper anschwillt. Plötzlich verschwindet der Alienlehrer aus dem Blickfeld, nur um mit dem Kopf in einem Glasbehälter wieder aufzutauchen, in dem er einen Tag verweilen wird. Ein neuer Soldat, von der Regierung als zweiter Trainer eingestellt, trifft auf der Szene ein und hinterfragt das Selbstvertrauen der Schüler, den Alienlehrer zu besiegen. Er enthüllt, dass er das Wasser mit einem Virus kontaminiert hat. Der Schüler, der den Alien als seinen Bruder betrachtet, greift ein und erklärt, dass niemand den Alienlehrer vor diesem Virus schützen kann, da sie über das Gegenmittel verfügen. In 3 Tagen wird der Virus das Ende des Alienlehrers bedeuten. Der talentierte Schüler nimmt Nagisa mit auf einen Turm, aber der Bruder des Alienlehrers ist bereits dort. Das Wetter verschlechtert sich und es beginnt zu regnen, wodurch die Tentakel des Bruders des Aliens geschwächt werden. Diese Gelegenheit nutzt Nagisa, um die geschwächte Tentakel abzutrennen. Dies war Teil ihres alternativen Plans, nach dem Rat des Alienlehrers. Nagisa kehrt in seine Klasse zurück, nur um einen neuen Trainer und Lehrer an der Schule vorzufinden. Der neue Lehrer bietet ihnen das Gegenmittel unter der Bedingung an, dass sie den Kopf des Alienlehrers, den sie besitzen, herausgeben. Die Schüler lehnen das Angebot vereint ab und enthüllen, dass sie das Gegenmittel selbst hergestellt haben. Sie verspotten den neuen Lehrer und machen sich über ihn lustig, was ihn erneut besiegt zurücklässt. Das Militär nähert sich den Schülern und lobt sie für ihre Handlungen und drängt sie, den Alienlehrer herauszugeben, damit sie sich darum kümmern können. Die Regierung sperrt den Alienlehrer in einem Raum voller Sprengstoffe ein, ein Live-Ereignis, das von den Schülern und ihrem Lehrer beobachtet wird. Trotz der ernsten Umstände übermittelt der Alienlehrer den Schülern während der Live-Übertragung eine Botschaft, in der er sich aufgeregt zeigt, ihren Lehrer zu spielen. Er gibt zu, dass er sie darauf vorbereitet hat, Herausforderungen direkt anzunehmen, eine erfüllende Leistung für jeden Lehrer. Nach diesen Worten sind die Schüler voller Traurigkeit und erkennen, dass sie einen außergewöhnlichen Lehrer hatten. Als die Kammer, die den Alien-Lehrer enthält, explodiert, weinen sie hemmungslos. Zu ihrer Verblüffung taucht der Lehrer wieder unter ihnen auf und teilt ihre Tränen. Die Geschichte schließt sich, als die Schüler weiterhin Assassinenklassen beim Alien-Lehrer besuchen und wertvolle militärische Taktiken lernen. Das Ende des Films zeigt einen berührenden Rückblick, der die außergewöhnliche Reise verdeutlicht, die diese Schüler unternommen haben. Der anhaltende Einfluss ihres Lehrers hallt noch nach und bietet einen herzlichen und passenden Abschluss der Geschichte.